Moin, Freunde der Sonne. Es gibt neue Informationen rund um Fanatec. Einige von euch haben mich ja darauf schon aufmerksam gemacht, dass der Insolvenzantrag raus ist. Und der gute Lacktausch hat jetzt dazu ein Video gemacht mit, naja, wieder ein paar mehr Informationen als nur der Post, den man jetzt öffentlich einsehen kann. Und das möchte ich mir jetzt gemeinsam mit euch mal angucken, um einfach die Informationen nach draußen zu bringen und mal zu gucken, was da los ist. Also, lass mal reingehen. Diese Intro-Musik holt mich einfach immer wieder ab. Herzlich willkommen zum Lacktausch. Jetzt ist es also soweit. Es gibt neue B-Roll. Das ist mir aufgefallen. Lacktausch, fantastisch. Der Vorstand der Endo AG hat seine Drohung vom 16.07.2024 wahrgemacht und zwei Wochen später, am 30.07.2024, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Landshut gestellt. Ich habe mir mit einem Video hierüber wieder einmal ein wenig Zeit gelassen, denn ich möchte euch nach Möglichkeit mit etwas tieferen Einblicken und Gedanken oder auch Spekulationen zu diesen Vorgängen versorgen. Hatte Lacktausch nicht gesagt, er wollte im September, im August kein Video mehr machen? War das nicht so? Vorab. Das hier ist kein Börsenbrief. Ich gebe keine Anlageempfehlungen. Es handelt sich hier lediglich um einen Simracing-Kanal, in dem ich stets meine Meinung und nur meine Meinung, wenn auch basierend auf Fakten und Indizien, wiedergebe. Ich bin weder ein Affiliate-Partner von Fanatec, noch genieße ich irgendwelche anderen Vorzüge. All mein Equipment habe ich auf dem ganz normalen Wege, wie ihr auch, erworben, ohne jegliche Sonderrabatte oder beschleunigte Lieferverfahren. Man hat bei Fanatec keine Verbindung zwischen Lacktausch und meinem Klarnamen, sodass ich dort als ganz normaler Kunde unter tausenden anderen auftrete. Guter Disclaimer, finde ich schön, dass du den mit eingebaut hast, Lacktausch, auf den, weil das, ich sag mal so, für den normalsterblichen Menschen als auch für mich, wenn man sich das anguckt, kann man das natürlich nicht wissen. Finde ich gut. Schön. Außerdem möchte ich, auch weil es speziell für dieses Video eine Rolle spielt, offenlegen, dass ich seit einiger Zeit in persönlichem Kontakt zu Thomas Jackermeier stehe. Er hat Ende April Kontakt zu mir aufgenommen und seitdem haben wir mehrfach telefoniert und kommunizieren unter anderem über WhatsApp. Wer die Forendiskussion auf Wall Street Online verfolgt hat, weiß das aber ohnehin schon seit Ende April, da ich dort Thomas Jackermeiers Account gegenüber den anderen Forenteilnehmern verifiziert habe. Ich habe hier also nichts verheimlicht, ich habe es aber... Warte mal, du verifizierst den? Wie? Okay. Das ist ja eine wilde Verifizierungsart, wenn man sich das jetzt so anguckt. Da kommt halt einfach ein YouTuber und sagt, ja, das ist jetzt Thomas Jackermeier. Aber gut, besondere Maßnahmen in besonderen Zeiten, nicht wahr? Ich muss nur etwas schmunzeln, dass das halt so gemacht wird. Aber gut, gucken wir weiter. Verifiziert habe. Ich habe hier also nichts verheimlicht. Ich habe es aber bislang auch nicht an die große Glocke gehängt, da es mir ehrlich gesagt widerstrebt, mich mit dem persönlichen Kontakt zu Thomas Jackermeier zu schmücken. Inhaltlich trägt es nichts bei, aber auch gar nichts und es macht mich auch nicht zu einem größeren Experten für das Thema, das wir hier verhandeln. Ja gut, man kann natürlich davon ausgehen, dass du ja in der Öffentlichkeit stehst und ja auch noch einen Draht hast zu anderen und andere sich das ja auch angucken, dass man davon ausgehen könnte, dass Herr Jackermeier dir Informationen gibt. Also weil es kommen ja gewisse Informationen hier zutage, wo auch immer die herkommen, nicht wie jetzt zum Beispiel das Dokument zu dem Container, die müssen ja irgendwoher, müssen die ja kommen. Ne? Und das lässt natürlich auch wieder offen, dass man da theoretisch jetzt spekulieren kann, ob das jetzt von dort kommt, um eine Kampagne auf der anderen Seite zu fahren. Nennen wir es jetzt einfach mal Kampagne. Aber das spielt ja auch gar keine Rolle, weil es sind Informationen, die uns ja alle betreffen im Simracing. Und bevor jetzt... Das ist also hier an der Stelle überhaupt gar kein Vorwurf, möchte ich nur sagen. Ich möchte nur mal die Denkweise, meine Denkweise dazu offen kundtun. Stimmen kommen, die diesen Umstand direkt nutzen wollen, um mir den Vorwurf der Parteilichkeit zu machen. Ich stehe mit vielen verschiedenen Involvierten und Experten in Kontakt. Okay. Auch mit welchen, die man mit Sicherheit nicht als Freunde Thomas Jackermeiers bezeichnen kann. Unter anderem zum Beispiel auch mit dem Vorstand der Endo AG. Aber dazu mehr in einem anderen Video.
Ich erinnere mich noch an einen anderen YouTuber, der ganz groß behauptet, dass er hier die größte Abdeckung zu diesem Thema hat. Lacktausch so, wait a minute, hold my beer, ich gehe richtig rein. Und deswegen schaue ich mir diese Videos sehr gerne an, weil da wirklich sehr viele Informationen hinterstecken. Also mehr als nur das, was in der Öffentlichkeit einsehbar ist. Das ist fantastisch. Jetzt, wo das aus dem Weg geräumt ist, schauen wir aber zunächst einmal in die erste Meldung und ja, gerne nehme ich mir die Zeit, euch auch diesen Text in voller Länge vorzulesen. Keine Sorge, der ist gar nicht mal so lang. Also, hier haben wir die Ad hoc und überschrieben ist das Ganze mit Endo AG stellt Insolvenzantrag. Die Endo AG hat heute beim Amtsgericht Landshut einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit gestellt. Von dem Antrag sind die ausländischen Gesellschaften der Endor AG nicht betroffen. Über den weiteren Verlauf wird Endor entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren. Was das für euch als Kunden gegebenenfalls bedeutet, haben ja jetzt schon einige Kanäle zum Thema gehabt. Sparen wir uns das also an dieser Stelle und betrachten das Ganze aus einer anderen Perspektive. Warte mal ganz kurz. Wegen Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit von dem Antrag sind die ausländischen Gesellschaften der Endo AG nicht betroffen. Das heißt ja, also theoretisch nach meinem Verständnis, dass ja immer noch was existiert, wo man noch kaufen kann oder was man noch übernehmen kann. Okay. Ich habe manchmal das Gefühl, ich denke sehr komisch zwischen den Zeilen. Aber gut, Für fahren wir euch als fort. Kunden gegebenenfalls bedeutet, haben ja jetzt schon einige Kanäle zum Thema gehabt. Sparen wir uns das also an dieser Stelle und betrachten das Ganze aus einer anderen Perspektive. Grundsätzlich bedeutet ein Insolvenzverfahren nicht den Untergang der Endor AG oder Fanatex. Es handelt sich hier lediglich um ein weiteres Verfahren, das nun durchgeführt wird. Das Ergebnis ist offen. Eine Kleinigkeit ist mir und euch natürlich auch sofort in der Ad-hoc aufgefallen. Wir haben hier diesmal als mitteilende Person der Ad-hoc-Meldung erstmals seit dem 30.01.2024 nicht mehr nur den Chief Financing Officer der Endor AG, Matthias Kosch, sondern diesmal auch Andres Ruff, den CEO und CRO der Endor AG. Dass besagter Herr Ruff allerdings offenbar nicht in der Lage zu sein scheint, seinen eigenen Namen richtig zu schreiben, lässt darauf schließen, dass die Ad-hoc dann wohl eben doch nicht wirklich durch ihn mitverfasst wurde. Insgesamt muss ich dazu sagen, verfestigt sich meine persönliche Wahrnehmung, dass der Herr Ruff hier lediglich als Handpuppe des übrigen Vorstands zu dienen scheint. Jedenfalls habe ich nicht den Eindruck, dass Andres Ruff aktiv die Geschicke der Endor AG mitgestaltet. Ab und zu gibt es mal ein Statement, zusammengeschustert aus dem Satzbaukasten für Manager, das war es. Der Satzbaukasten für Manager hat mir gefallen. Fantastisch. Ist dann aber auch. Aber wie gesagt, das ist lediglich mein Eindruck. Schließlich sitze ich nicht in Endors Vorstandsetage und schaue den Herren und der Dame bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter. Leider. Und etwas anderes ist seltsam. In der Ad-hoc zum Beschluss des Amtsgerichts Landshut, die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung durch Thomas Jackermeier und seine Bamboo Invest GmbH betreffend, schrieb Matthias Kosch noch: Die Einberufung und Durchführung der außerordentlichen Hauptversammlung gefährdet nach Ansicht des Vorstands der Endor AG die Restrukturierung der Gesellschaft im Rahmen des laufenden Verfahrens mit dem Einstieg des Investors Corsair, weil insbesondere Wechsel im Aufsichtsrat oder Vorstand sowie Kapitalmaßnahmen dem Investor Corsair ein Recht zur Kündigung der Zwischenfinanzierung geben und/oder zur Beendigung der Restrukturierung gemäß dem mit Corsair vereinbarten Termsheet berechtigen. Noch wurde allerdings weder eine AOHV durchgeführt oder eine Kapitalmaßnahme beschlossen, noch gab es auch keinen Wechsel im Vorstand oder Aufsichtsrat der Endor AG. Dennoch hat der strategische Investor Corsair nun einfach mal so entschieden, die Verhandlungen abzubrechen und keine weiteren Zahlungen aus der Brückenfinanzierung mehr zu leisten. Ist ja logisch. Was habe ich noch dazu im letzten Video gesagt? Und insofern, ja, kann man natürlich unterstellen, dass Corsair da jetzt auch nicht unbedingt so ein Rieseninteresse dran hätte, die Endor AG jetzt komplett zu retten. Die Eröffnung des Die Insolvenzverfahrens Betonung. bringt zudem.
Die Betonung holt mich auch noch beim zweiten Mal ab. Zu retten. Die durch die bisherigen Turbulenzen mit Sicherheit ins Stocken geratenen Umsätze der Endor AG nun fast völlig zum Erliegen. Und Thomas Jackermeier hat mir in einer Sprachnachricht am 1.8. mitgeteilt: Wir haben die Verhandlungen nicht abgebrochen, oder ich, ganz klar. Wie viel hat Corsair jetzt bereits an Brückenfinanzierung geleistet? Gerüchteweise sind das irgendwo um die 11 bis 12 Millionen Euro von angeblich 30 zugesagten Millionen. Wenn die Endor AG jetzt insolvent gehen und vor allem den Kredit nicht an Corsair zurückzahlen könnte, dann fallen all die schönen Markenrechte, Geschmacksmuster und Patente, die Corsair zur Besicherung des Kredits durch den Endor-Vorstand übertragen bekommen hat, an wen? Genau, an Corsair. Also, warum jetzt auch nur einen weiteren Euro zahlen? Corsair nimmt das so billig mit, wie es nur geht. Und ein Punkt, der dann doch auch für uns als Kunden interessant sein könnte. Sollte die Endor AG tatsächlich über das Insolvenzverfahren komplett abgewickelt werden und aufhören zu existieren, die Marke Fanatec und einige Produkte aus Fanatecs Line-Up fielen dann gegebenenfalls an Corsair aufgrund der besagten Besicherung des Kredits, dann könnte es tatsächlich sein, dass Corsair nicht mehr für Garantieansprüche von Alt- und Bestandskunden aufkommen müsste. Denn die Vermutung hatte ich auch, als ich das gelesen habe, weil einige Patente oder Geschmacksmuster ja schon übertragen wurden und dass sie das jetzt einfach machen, dass das so rüberschwappt für einen schmalen Taler. Das war auch meine Vermutung, aber das ist halt auch einfach nur eine Vermutung. Rechtlich gesehen hätten sie das Unternehmen ja nicht übernommen, lediglich die Marke aus der Insolvenzmasse der Endor AG. Das ist jetzt aber erstmal nur ein Gedankenspiel, auf das mich ein Community-Mitglied gebracht hat. Finde ich sehr interessant, könnte aber einen extrem unwahrscheinlichen Ausnahmefall darstellen. Der so servile, um nicht zu sagen devote Vorstand der Endor AG hat hier nun aber scheinbar Corsair einen sehr komfortablen Plan B zugeschustert für den Fall, dass Thomas Jackermeier tatsächlich mit seinem Bestreben einer AOHV erfolgreich sein sollte. Was ja. Aber was heißt, also so weit hergeholt ist das ja jetzt nicht. Also ich meine, wenn wir uns das jetzt wirklich mal anschauen, was hier die letzten Monate bzw. das letzte Jahr passiert ist, ist das überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass das einfach irgendwie so rübergemogelt wird. Hier werden ja wirklich alle Register gezogen. Also wirklich alle Register, die man ziehen kann rechtlich. Eingetreten ist. Das nun angestrebte Insolvenzverfahren könnte also eine neuerliche Abwehrmaßnahme des Vorstands gegen die außerordentliche Hauptversammlung darstellen. Denn in einem Insolvenzverfahren gelten wiederum andere Regeln für die Einberufung einer Hauptversammlung als während des Staruk-Verfahrens. Hier dürfte jetzt der Insolvenzverwalter ein sehr gewichtiges Wort mitzusprechen haben. Der Vorstand der Endor AG kämpft hier also nach wie vor sehr engagiert um seine Posten. Denn eine außerordentliche Hauptversammlung würde für den Vorstand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das ausbedeuten. So viel wissen wir. Jetzt schauen wir uns aber mal die zweite Mitteilung der Endor AG zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens an. Also die sind schon, was heißt pfiffig? Pfiffig ist das falsche Wort, weil pfiffig wäre positiv gesehen. Die ziehen halt alle Register, die sie ziehen können, damit sie das Ding irgendwie nach Hause kriegen. Macht es zumindest den Eindruck. Aber Recht, also die Rechtsprechung und alle Gesetze, die dazugehören, sind für Laien wie meine Wenigkeit und wahrscheinlich auch einige von euch da draußen so schwierig zu verstehen, dass man immer nur in, ich sag mal, normalsterblichen Worten das Ganze hier zusammenfassen kann oder sehen kann, wenn ihr versteht, wie ich meine. Denn die fällt deutlich ausführlicher aus. Nur 12 Minuten nach der Ad-Hoc kam die Endor AG also mit folgender Mitteilung heraus. Der Versuch, die Endor AG nach dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz zu sanieren, ist gescheitert. Grund dafür war der Antrag des früheren Vorstandsvorsitzenden und Mehrheitsaktionärs, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um eine Sanierung nach dem Staruk zu verhindern, ohne ein belastbares Alternativszenario vorzulegen. Der strategische Investor Corsair hat daraufhin entschieden, keine weiteren Zahlungen aus der Brückenfinanzierung mehr zu leisten, da die fortlaufenden Störungen eine Sanierung nach dem Staruk unmöglich machten. Auch die kreditgebenden Banken haben eine weitere Finanzierung aufgrund der Überschuldung abgelehnt.
Ich denke mal, Lacktosch wird gleich was sagen. Okay, Moment. Der Vorstand bedauert, dass die bereits weit fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem strategischen Investor Corsair nicht abgeschlossen werden konnten. Nun wird im Rahmen der Insolvenz ein weiterer ergebnisoffener Prozess zur Rettung des Unternehmens gestartet, mit dem Ziel, das Unternehmen zu sanieren, sowie den Standort Landshut und die Arbeitsplätze zu sichern. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass das Unternehmen im Zuge des Insolvenzverfahrens von einem Investor übernommen werden wird. Zugleich geht der Vorstand davon aus, dass Corsair weiter an einer Übernahme der Endor AG interessiert ist. Während des Insolvenzverfahrens wird die Endor AG den Geschäftsbetrieb unverändert aufrechterhalten. Während des Insolvenzverfahrens wohlgemerkt, also darüber hinaus, gibt man natürlich keinen weiteren Ausblick. Der Verkauf und der Garantie- und Reparaturservice werden uneingeschränkt fortgeführt und Kunden erhalten weiterhin Treiber- und Software-Updates. Andres Ruff, CEO von Endor, sagte, und hier haben wir wieder ein paar der berühmten Sätze aus dem Satz Baukasten für Manager: Wir bedanken uns für das Vertrauen und die Unterstützung unserer Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner in den vergangenen Monaten. Mhm. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens werden wir die Restrukturierung fortsetzen und mit Hochdruck an der Sanierung des Unternehmens arbeiten. Wir sind zuversichtlich, gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen und auf einen nachhaltigen, profitablen Wachstumspfad zurückzukehren. Der Vorstand sieht die Gründe für die massive Unternehmenskrise in zahlreichen falschen Managemententscheidungen in den vergangenen Jahren. Beispiele sind der überdimensionierte Neubau der Firmenzentrale, falsch kalkulierte Chip- und Warenbestellungen, die zu hohen Abschreibungsbedarfen führten, sowie millionenschwere Versäumnisse bei Prozess- und Systemeinführungen. Insbesondere in der Wachstumsphase nach 2020 stieg die Bankenverschuldung der Endor AG auf 70 Millionen Euro. Hinzu kommen hohe aufgelaufene Schulden bei Lieferanten und anderen Geschäftspartnern sowie der notwendig gewordene Überbrückungskredit von Corsair. Mhm. Die Verbindlichkeiten sind dadurch inzwischen im Konzern auf mehr als 95 Millionen Euro gewachsen. Das führte angesichts eines Jahresumsatzes von rund 100 Millionen Euro zur Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit. Wir müssen hier nicht zwischen den Zeilen lesen, um zu erkennen, dass der Vorstand die Schuld für das Scheitern des Staruk-Verfahrens und die allgemeine Lage der Endor AG bei Thomas Jackermeier sieht. Ganz Unrecht haben sie besonders mit dem zweiten Punkt nicht. Thomas Jackermeier hat ja bereits selbst eingestanden, Fehler gemacht zu haben. Ob diese begangenen Fehler allerdings wirklich derart desaströse Konsequenzen hätten haben müssen, wie wir jetzt beobachten dürfen? Nun, die Antwort auf diese Frage steht auf einem ganz anderen Blatt. Und vergessen wir nicht, die Chipbestellungen und Fehlbestände im Lager, das alles fällt in den direkten Zuständigkeitsbereich von Daniel Mayberg, seines Zeichens Chief Operating Officer. Und wieder konstatiert der Vorstand komplett belegfrei, die Investorengruppe um Thomas Jackermeier habe kein belastbares Alternativszenario für eine Sanierung vorlegen können. Natürlich. Auf der anderen Seite hat Thomas Jackermeier mir gegenüber und auch auf Wall Street Online mehrfach geäußert, der Vorstand habe mit keinem der von ihm angeführten Investoren jemals Kontakt aufgenommen, um deren Angebote zu prüfen. Weder mit Xiaomi noch der CIC Bank oder sonst einem der potenziellen Investoren Thomas Jackermeiers wurden Gespräche von Seiten des Vorstandes aufgenommen. Hier das Statement Thomas Jackermeiers zu dem Thema auf Wall Street Online. Ja, man kann das ja auf jeden Fall erstmal sagen. Man muss ja erstmal nichts belegen. Wäre ja auch Quatsch. Belegen müssen wir heute nicht. Wir sagen einfach Sachen. Fragt ja eh keiner nach. Versteht ja eh keiner, was da gesagt wird. Also, wie viele Leute wird das wahrlich interessieren, diese Thematik? Ein Großteil der Menschen wird das doch gar nicht jucken. Es gibt so, würde ich sagen, einen kleineren Kreis, würde ich jetzt wirklich mal schätzen, so einen kleineren Kreis, die da vielleicht eine Chance will, ein paar Euronen zu machen und dann halt ein paar Leute aus der Community. Und es sind halt auf die ganze Community oder auf die Masse der Menschen gerechnet, sind es halt wirklich ein paar. Und ich meine nicht die Weltbevölkerung, sondern die Menschen, die jetzt in Simracing unterwegs sind, beziehungsweise mit dieser Thematik hier zu tun haben. Wie vorausgesagt und befürchtet, hat Corsair jetzt die Insolvenz herbeigeführt, weil Corsair ja bereits die Markenrechte hat und auf den Standort Landshut keinerlei Wert legt. Mhm.
Warum die Banken dies trotz mehrfacher Warnungen meinerseits nicht erkannt haben, ist mir ein Rätsel. Der Vorstand hätte bei Bekanntwerden der AOHV sofort ausgewechselt werden müssen und die Banken hätten die Macht gehabt, dies zu tun. Dass sich das Management jetzt auch noch dafür bedankt, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Wir haben laufend potente Investoren gebracht, welche allesamt vom Corsair freundlichen Vorstand abgewiesen wurden. Erst gestern hat Herr von Büren seine Bereitschaft, die Immobilie zu kaufen, zum wiederholten Male erneuert und die renommierte Schweizer CIC Bank hat um Zugang zum Datenraum gebeten, weil sie die Banken ablösen will. Herr Ruff hat darauf Folgendes geantwortet: Weiterhin können wir, wie auch schon mehrfach gesagt, ohne belastbares Angebot keinen Datenraumzugang gewähren. Also zuerst ein verbindliches Angebot über 100 Millionen vorlegen und dann bekommt der Investor die Zahlen. Mit dieser Argumentation hat der Vorstand seit Monaten jegliche Konkurrenz zu Corsair verhindert. Ich werde weiter um den Erhalt der Firma und meines Teams kämpfen und hoffe, wir bekommen einen neutralen Insolvenzverwalter, der einen wirklich ergebnisoffenen Prozess aufsetzt. Es sieht tatsächlich. Ich sag mal so, also nach all den Informationen, die jetzt herrschen, würde ich auf Parteilosigkeit nicht setzen, ehrlich gesagt. Da ist ja irgendwie, also selbst in der Bank, also oder in den Banken, da muss ja irgendwer drin sein oder weiß ich nicht, ob da mal so ein Präsentkörbchen mit ein paar Scheinen oder so rübergeflattert ist oder so ein schönes Rosenbouquet mit ein paar Scheinen drin. Das hört sich ja fast so an, weil es wird ja wirklich alles, wird ja jedes Mal übergangen. Also wirklich alles. Also ich meine, da kommt eine Bank, die CIC, sagt so, okay, pass auf, wir haben hier ein Angebot, wir würden gerne die anderen Banken ablösen und wieder liegt nichts vor. Also ich meine, wenn man sich das nicht anguckt, was da wahrscheinlich auch rumgeht, also an Material, weil das wird sich doch keiner jetzt aus dem Arsch leiern und einfach da so einen handgeschriebenen Brief hinklatschen und sagen, jo, pass auf, ich will hier 70 Millionen reindonnern. Tatsächlich auch für uns Außenstehende ganz stark danach aus, als wäre der Vorstand einzig und allein auf Corsair als zukünftigen Investor fixiert. Ja. Was aber jeder gute Verhandler weiß, ach, Unsinn, das wissen sogar die schlechten Verhandler schon, denn das zählt zum absoluten Einmaleins des Verhandelns. Der größte Feind einer erfolgreichen Verhandlung ist die Alternativlosigkeit. Selbst wenn die Investorengruppe kein belastbares Alternativszenario vorlegen könnte, was ich nicht glaube, würde ein auch nur halbwegs begabter Verhandler dieses Alternativszenario dennoch für die Verhandlungen mit Corsair spielen und zu nutzen wissen. Die von Anfang an durch den Vorstand der Endo AG betonte Exklusivität der Verhandlungen mit Corsair trägt natürlich ihr Übriges zur Herstellung einer maximal schwachen Verhandlungsposition bei. Ich habe meine Verwunderung über das Verhalten des Vorstands in dieser Sache ja bereits in früheren Videos zum Ausdruck gebracht. Sind das alles komplette Vollidioten oder wieso verhalten die sich strategisch so ungeschickt? Weil, also auch hier an der Stelle wird, also gehe ich fast davon aus, weil es ergibt, alles andere würde für mich persönlich keinen Sinn ergeben. Da ist halt auch ein schönes Rosenbouquet rübergeflattert. Weil, warum sollte, also jetzt mal wirklich, warum sollte jemand wirklich mit Ach und Krach, mit allen Mitteln, das wirklich alle Register ziehen und das verteidigen, wenn es darum geht, das Unternehmen wieder auf die Strecke zu kriegen? Also auf der Seite des Vorstandes muss doch so ein Präsentkorb mal angekommen sein. Weil alles andere würde auch keinen Sinn ergeben, wenn du wirklich für das Unternehmen arbeiten möchtest. Und dann kommt dein ehemaliger CEO und sagt so, pass auf, ich habe hier diese, jene Menschen, die wollen hier jetzt Geld reinknallen. Ist alles belegbar, zumindest gehen wir jetzt mal davon aus. Und du sagst so, ne, wollen wir nicht. Aber du kriegst bei dem anderen, kriegst du theoretisch, würdest du weniger kriegen. Also man kennt das ja so aus den, naja, spinnen wir jetzt mal wirklich ein bisschen rum, wir kennen das ja aus Filmen. Da wird wahrscheinlich, die Rente wird gesichert sein, nehme ich an. Also und das ist auch wirklich nur eine Annahme, weil alles andere würde für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben, was hier gemacht wird. Es ergibt einfach null Sinn, gar keinen. Ich halte den Vorstand der Endo AG für alles andere als dumm. So viel möchte Eben. Ich hier mal klarstellen. Warum also diese augenscheinlich so schlechte Verhandlungsstrategie? Dafür müssen wir einmal die Rolle Corsairs genauer unter die Lupe nehmen.
Bereits im Jahr 2022 hat Corsair Kontakt mit Fanatec aufgenommen. Schon damals hat man die klare Bereitschaft gezeigt, die Endor AG zu übernehmen. In der Folge kam ein Private Equity Unternehmen ins Haus, um eine detaillierte Due Diligence durchzuführen, also den genauen Unternehmenswert der Endor AG zu ermitteln. Im Zuge dieser Due Diligence hat Corsair mit Sicherheit einen tiefen Einblick in die Endor AG, ihre Strukturen und wichtige handelnde Personen erhalten. Letztendlich war Thomas Jackermeier jedoch nicht bereit, das Unternehmen, zumindest zu den damaligen Konditionen, abzugeben. Im Juni 2023 wurde dann der Vorstand der Endor AG offiziell um Daniel Mayberg und Belmar Nadarevic erweitert. Im November kam dann der für Fanatec so desaströse Black Friday mit gleich mehreren Fehlern im Webshop und der Lagerhaltung. Ja. Schon damals habe ich meine Verwunderung über diese groben Fehler zum Ausdruck gebracht und mich gefragt, ob das denn noch Fahrlässigkeit sein kann. Ende März kam dann im Zuge der Standstill-Verhandlungen mit den kreditgebenden Banken die Absetzung Thomas Jackermeiers aus dem Vorstand der Endor AG. Im April dann das erste Mal die Nennung des Staruk-Verfahrens und mit Birkenstein Capital hatte man bereits einen Investor an der Hand, der übrigens angeblich der Endor AG ein Angebot vorgelegt haben soll, das dem ursprünglichen von Corsair sehr, sehr stark ähnelte. Nachdem die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und ich auf die sehr dubiose Verbindung zwischen dem Vorstand der Endor AG und dem Gründer der Birkenstein Capital hingewiesen haben, zauberte man plötzlich binnen weniger Tage Corsair als Investor aus dem Hut und nahm sofort exklusive Verhandlungen mit ihnen auf. Ich glaube, es wirkt nicht zu weit hergeholt, wenn man vermutet, dass Birkenstein Capital lediglich als Mittelsmann zwischen der Endor AG und Corsair gedacht war und die Birkenstein Capital nach erfolgter Sanierung der Endor AG diese im nächsten Schritt ohnehin hätte an Corsair weitergeben sollen. Aber wie gesagt, nur eine Vermutung. Nee, hör mal auf jetzt mit den Vermutungen. Was soll denn das, Laktosch? Das ist übrigens Ironie. Das ist doch viel, das so offensichtlich ist das doch gar nicht. Und Corsair ist hier stets in äußerst dominanter Manier der Endor AG vorweggelaufen. Erst haben sie ihren Einstieg in die Simracing-Branche einen Tag vor der Ad-Hoc der Endor AG zu den Übernahmeverhandlungen veröffentlicht. Dann sind sie Anfang Juni auf der Computex mit Fanatec Wheelbases auf dem von ihnen entwickelten Rig aufgetreten. Kann man machen, wirkt halt nur insbesondere vor dem Hintergrund der laufenden und angeblich ergebnisoffenen Übernahmeverhandlungen mit der Endor AG recht seltsam. Und jetzt, nachdem der Vorstand der Endor AG den Insolvenzantrag gestellt hat, betont dieser nach wie vor, dass man an Corsair als Investor festhalte und auch Corsair-CEO Andy Paul hat bereits sein unverändertes Interesse an der Übernahme geäußert. Obwohl sich Corsair selbst in einer äußerst schwierigen wirtschaftlichen Lage befindet, seit Jahresbeginn hat man 50% an Kurswert verloren und zuletzt schrieb man rote Zahlen. Aber warum dann der Insolvenzantrag, wenn man doch beiderseitig an einer Übernahme durch Corsair festhält? Das verstehe wer will. Es sei denn, der Vorstand sucht immer noch einen Ausweg aus der drohenden, außerordentlichen Hauptversammlung und der damit verbundenen Amtsenthebung. Jo. Und Corsair scheint eine außerordentliche Hauptversammlung auch nicht recht zu sein. Denn ohne Freunde im Vorstand der Endor AG gibt es die Firmenübernahme auch nicht zum Freundschaftspreis. So zumindest mein Eindruck. Mein Eindruck. Das Schöne ist ja, du musst es ja so wählen. Weil egal, wie offensichtlich das ist, es gibt dafür ja keine Belege. Also niemand weiß, ob aus Versehen mal so ein Präsentkorb irgendwo gelandet ist oder die Rente gesichert wurde für die nächsten zwei Generationen. Geruchswahrnehmung sind ja bekanntermaßen subjektiv. Aber für mich stinkt das Ganze zum Himmel. Und obwohl behauptet wird, dass sich nach einer Weile eine gewisse Geruchsblindheit einstelle und man strenge Gerüche dann nicht mehr wahrnehme, für mich stinkt es immer noch genauso streng wie bereits vor Monaten. Da hilft auch kein Pressemitteilungsparfum. Das stinkt schon seit Jahren, stinkt das. Es ist ja fast jetzt ein Jahr. Das stinkt schon so lange. Ich habe nur leider Gottes damals nie die richtigen Worte und gute Worte dafür gefunden, um das zu sagen. Ich habe es damals schon gesagt und ich sage es heute noch, diese ganzen Sachen, die da passiert sind, auch das mit dem Quick Release und
die neuen Wheelbases, der ganze Hokuspokus, der damit ablief. Also so schlimm in dem Zustand war es halt vorher nie. Also ich meine, der Webshop hat immer so seine Schwierigkeiten gehabt. Und das nimmt ja schon sei, also das ist ja schon Anlauf in den Scheiße. Also das ist ja wirklich schon mit Anlauf in den Scheißehaufen rein. Seit letztes Jahr, wann ist das gewesen? August, ja. So August. Damit bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt sauber, bis bald und tschüss. Tschüss. Es ist einfach nicht mehr schön. Es ist auch einfach nicht mehr schön, sich das anzusehen, weil es einfach so, es ist einfach so lächerlich. Ja, also es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, weil es wird halt so offensichtlich gemacht. Also man kann das ja gar nicht mehr übersehen. Diese offensichtliche Verhunzung und Ruinierung des Unternehmens, also ich meine, es war vorher, also laut Thomas Jaggermeier gab es ja auch so seine Schwierigkeiten, aber das ist ja wirklich schon so im Steilkurs ins Nirvana. Ich hoffe, dass da die AOHV irgendwann mal stattfindet. Also wirklich, dass das rechtlich möglich ist, das durchzubringen. Ich bin gespannt. Lieber Lacktausch, vielen, vielen lieben Dank, dass du das mal wieder aufgearbeitet hast und für uns das bereitgestellt hast. Ja, lasst mich doch gerne in den Kommentaren mal wissen, was ihr so von dem aktuellen Zustand haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ciao, Kakao.